liebe Freunde. Howdy, Grunge der. Oh, howdy darf ich nur sagen, wenn ich den Hut aufziehe. Heute ist es zu heiß, wir gehen auf die 30 Grad zu. Und Sonnenbrille finde ich immer doof, weil dann sehe ich so wenig von meiner Umwelt. Also irgendwie als Sonnenschutz brauche ich wenigstens gleich den Hut. Fürs Western-Outfit ist es jetzt wirklich zu heiß, geht nicht mehr. Gut, ja, das Musikvideo war gestern, sprich, ich mache meine übliche Samstagstour. Dieses Mal nicht, weil mein Sänger von gestern, der Gar, und Mundharmonika-Spieler, macht ja zwei Sachen, muss man ja sagen. Genau, der macht Samstag seinen Umzug mit seiner Freundin, den endgültigen, also der dritte. Ja, ist egal, kompliziert, scheißegal. Auf jeden Fall helfe ich ihm da und deswegen fällt die übliche Tour von Samstag auf Sonntag aus. Ich habe aber heute frei, muss morgen erst um 15 Uhr arbeiten. Habe ich mir gedacht, ne, ich komme nach 10 Mal am Stück nicht auf eine Pause klar, deswegen machen wir heute nochmal eine schöne Bushcraft-Tour bei dem geilen Wetter. Habe ich mir schon eine schöne Strecke rausgesucht mit viel dichtem Wald und auch wieder ein Bach. Mal gucken, wie weit die Wege da wechseln. Aber in der Woche, denke ich, habe ich dann noch mehr Ruhe als am Wochenende. Genau. Ja, ja, morgen 15 Uhr arbeiten. Mache ich ganz fertig. Einfach aus dem Wald raus. Ab zur Arbeit. Und dann schön, ja, was heißt stinken? Ich habe ein Ersatz-T-Shirt dabei. Kein Deo, aber ein Ersatz-T-Shirt. Das sollte dann bereichen. Genau, gleich zeige ich euch mal ein Load-In-Video. Weil ich sage immer, komm, Load-Out. Und dann ist es spät oder ich habe keinen Bock mehr. Oder will jetzt nicht allen Kram aus dem Rucksack holen und damit reinpacken. Deswegen zeige ich euch jetzt im Vorfeld wirklich mal bis auf den allerletzten Gegenstand. Auch das, was ich am Körper habe, ausgebreitet, was ich jetzt mitnehme. Also bei 30 Grad, wisst ihr, ein Bushcrafter selber, da nimmt man nicht 1000 Klamotten mit. Ich habe nahezu nur Vorräte dabei und das Allernötigste an Ausrüstung. Ja, durch das neue Waffengesetz natürlich ganz bescheuert. 4 cm lange Klinge, damit kann man nicht mal ein fucking Brötchen aufschneiden. Das heißt, 500 Gramm Messer, Multitool und so, was ich sonst am Körper hatte, muss jetzt leider in die Tasche. Genau, also so viel schon mal zum Schlafsetup. Bei dem Wetter, es soll heute gerade mal schlappe 18 Grad werden in der Nacht. Deswegen nehme ich kein Tarp mit. Damit fällt dann auch das fette Paracord weg, sind wir schon beim Kilo weniger. Und die Axt habe ich jetzt eigentlich nie gebraucht, immer nur als Hammer für die Heringe zum Reinschlagen. Und selbst wenn ich mir mal heute diesen Stuhl baue, wenn ich genug Zeit habe, dann spitze ich unten das einfach mit dem Messer an. Die 500 Gramm tue ich mir jetzt auch nicht an, das ist Blödsinn. Gut, ja, mit der Inverse-Kamera ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob ihr alles seht, deswegen mache ich jetzt mal kurz aus, nehme die andere Seite, film und erkläre da genau und statt das dann, wie ihr das kennt, dann einfach zusammen. Okay. Und wir befinden uns vor dem hier. Okay. So, was habe ich am Mann? Hier wegen Corona-Schwachsinn mit dem Bus fahren oder wenn ich irgendwo im Geschäft muss. Halstuch, aber wenn es nicht die medizinische Scheiße. So, das sieht cool aus und ich habe nach unten mehr Luft. Hier, da stelle ich euch ja drauf. Die Handyhalterung in der Hosentasche, ein Feuerzeug, ein Taschenaschenbecher. Morgen für die Arbeit brauche ich nur, nehme ich eine Leihgitarre, da haben wir welche rum. Nur ein Kabel zum Verstärken vom Handy in der Box, damit die Kids dann auch hören, was sie machen sollen. Und ein Stift. Das ist meine komplette Ausrüstung für am Mann und für morgen. So, alles schon ein bisschen aufbereitet. Also eigentlich, ich denke, 90% habe ich nur Verpflegung dabei. Das dürfte, wenn das weg ist, super leicht werden. Freut mich, erste Tour mit so heißem Wetter, dass ich wirklich fast mal nichts mitnehmen muss. So, jetzt habe ich mir ein Häufchen gemacht, Abteilung Ausrüstung. Erste-Hilfe-Set kommt halt immer mit. Der gepflegte Handschuh, wenn man was ganz Dreckiges oder heiß anfassen muss. Dann hier. Die Lampe kennt ihr schon. Nochmal Grüße gerne an dich raus, Matthias. Ich habe letztens die Batterien gewechselt und dann erst gemerkt, dass die alten fast leer waren und war fast blind. Also die ist so unendlich hell. Ganz krass. Hier vom Decathlon diese Kopflampe, die ich mir geholt habe. Irgendwie nur knappe 8 Euro. Jetzt einmal getestet. Ziemlich gut. Zwei Helligkeitsstufen normal und vor allem Rotlicht. So, hier zwei Sets Ersatzbatterien. Kann ich jeweils eine Lampe mit voll machen. Schnur. Wenn ich dann doch was basteln will. Mein Everyday Carry Pack, das ist der Ledertasche, was ich in meinem Mann habe. Sieht cool aus, aber nur im Western-Style. Das kriegt man umgepackt in dieses kleine grüne Döschen. Außer die Trillerpfeife. Oh genau, Trillerpfeife tue ich mir mal hier hin. Bringt ja nichts, wenn ich den Rucksack irgendwo liegen habe und in Gefahr bin. Das muss natürlich am Mann sein. So, aber alles andere kriege ich da rein. So, mein Mora-Messer, mein Multitool, meine Heimwertsäge.
die Powerbank, damit ich genug Saft für euch habe. Ersatztabak, Ersatzfilter, falls die mal in der Arschtasche meiner verloren geht. Okay, den müsste ich eigentlich zum am Körper. Liegt im Wohnzimmer. Portemonnaie, Handy habe ich in der Hand. So, soweit. Jetzt kommen wir Abteilung Küche und Verpflegung. Hier habe ich halt, kennt ihr schon, den Topf und Deckel, den man als Pfanne benutzen kann, vom Opa. Die Zange, da drin das Teekesselchen und im Teekesselchen Kaffee und Milch. Da ist der Lixader-Hobo. Hier meine Tasse mit dem Karabiner, Zucker, Esbit, da drin, wie es sich gehört, die Tablets. So, Messer, Gabel, Löffel. Wie gesagt, ich weiß, könnt mir auch einen Göffel holen und das umdrehen. Wow, habe ich 6 Gramm gespart. Ne, dann nehme ich lieber Edelstahl-Dinger mit. Die drei Sachen, die man einfach braucht, immer zusammen. Und dann, gerade den kleinen Löffel brauche ich, damit kann man super Zucker und Kaffee abmessen. Okay, das ist eigentlich die ganze Küche. Kommen wir zur Verpflegung. So, können wir mal reingucken. Hier gerade bei mir beim Bäcker geholt. Ein Sesam und ein Kürbiskernbrötchen mit coolen Sachen belegt. Ein dicker Streifen Käse. Ein Karamell Powerriegel. So, davon ungefähr die Hälfte heute, die Hälfte morgen. Und genauso hier nochmal 2 Powerriegel. Oh, da bin ich gespannt. Kokosmandelriegel. Könnte geil sein. Nochmal Joghurt. Ja, einfach nur ein Joghurtriegel. Und Grüße gehen an dich raus, Lucy. Die hat mir diesen Nussfruchtmix, da sind aber auch kleine Schokostückchen vom Aldi empfohlen. Das sind so kleine Packungen. Immer 4 oder 5 Stück, ich glaube 5. Eine eingepackt. So, das ist die Tagesverpflegung für heute und für morgen früh. Heute habe ich mal nicht mehr ausprobieren. Gibt es beim Netto, vom Aldi gibt es aber ähnlich. Also das Packmaß ist super. Schön flach. 400 Gramm sollte man satt werden. Und wann hat man beim Wald so ein deutsches, klassisches, krasses Essen? Kartoffeln, Soße, Rollade. Ich glaube, das wird geil. Deswegen auch wieder der ganze Topf, da mache ich das dann heiß. So, für morgen früh. Diesmal statt... Ich war zu faul, zum Netto gerade zu laufen, deswegen habe ich mir das hauptsächlich beim Kiosk geholt. Nochmal 500 Milliliter fetten Orangensaft, das ist bei dem Wetter dann auch, glaube ich, ganz geil, alles ein bisschen größer. So, für mehr Flüssigkeit, mal 2 Bags gekauft mit hier 13,5% mehr, ist ja schon ein halbes Bier zusammen mehr. So, noch 3 normale Bier und zum Essen oder gleich, mal gucken, bei der Hitze. Ein Lemon Grapefruit Mischbier habe ich gestern mal probiert, als ich mit Naya unterwegs war. War ganz lecker. So, letztes Mal auch getestet zu den Extensteinen. Um 12 Uhr alles eingepackt. Um 17 Uhr, als wir da waren, war alles immer noch eiskalt. Also wenn man das so auf der Mitte im Rucksack packt und alles ineinander drückt, bleibt alles super schön kalt. Okay, so, da ist Badezimmer. Eine kleine Mülltüte. Eine große Mülltüte, da setze ich mich drauf und packe dann die scharfkantigen Dosen rein, damit das nicht so im Rucksack reinkommt. Feuchttücher, 3 Taschentücher, je nachdem wie schlecht man Feuer ankriegt und zum Abtrocknen von dem Topf. Und ja, nehme ich lieber 3 mit, auch wenn ich meistens 1 mit zurücknehme. Ein kleines Handtuch und mein kleines dünnes Beauty Case. Zahnbürste, Zahnpasta, Sonnencreme, bisschen Seife. Finistil, also ein paar Kleinigkeiten, eigentlich auch nicht viel. So, kommen wir zum Schlafsetup. Wie gesagt, Tarp und alles leicht zu Hause. Hier ist einfach nur die Unterlegplane. Kleines aufblasbares Kissen, habe ich euch ja schon gezeigt. Aber kann ich euch heute nochmal zeigen, wenn ich das aufblase. Wiegt nichts, 100 Gramm und nimmt keinen Platz weg. Isomatte, Schlafsack, fertig, das ist schon schlafen. So, Ersatzklamotten, das ist dieser kleine Beutel. Das, was ich immer mitnehme, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert, eine Unterhose, ein T-Shirt, ein paar Socken und so ein ganz normales Hemd, ein bisschen wärmer als so ganz dünne. Aber ich denke, ich habe geguckt, heute Abend um 23 Uhr haben wir immer noch 20 Grad. Da müsste das Hemd offen mit aufgeschlagenen Ärmel erstmal reichen, fast bis ich ins Bett gehe, wenn ich dann noch Feuer habe. Also ganz wenig Klamotten. So, und dann Wasser, habe ich meinen Trinkschlauch hier in so einem, auch in so einem wasserdichten Beutel, kriegt man halt leider nicht ganz zu. Muss ich mal gucken. Aber die Luft, das Luftpolster hält das vermutlich ein bisschen kalt. Und wenn was kaputt geht, dann fließt es erstmal da rein, statt im ganzen Rucksack. Einen halben Liter Wasser,
in der Plastikflasche und 0,75 Wasser in der ISO-Flasche macht 2,75 Liter Wasser. Wenn ich jetzt gleich so um 3, halb 4 loskomme und morgen um 3 Uhr wieder auf der Arbeit sein soll, dann sollte das dicke ausreichen. Zusammen mit dem Bier und dem Orangensaft. Boah, was haben wir dann? 2,7. Machen wir mal 2,7 Wasser. 3,2 mit dem Orangensaft. 3,2 und nochmal 3 Liter Bier sind 6,2 Liter Flüssigkeit. Ja, und das quasi entsprechend auch ein Kilo. Ich würde mal sagen, knapp ein Kilo Nahrung. Sind wir so bei 7 Kilo. Ach genau, wenn abends ich am Feuer nicht genug kriege, habe ich hier mal so eine auf dem Western-Treffen beim Schießen gewonnen. Ganz kleine Plastikflasche Jim Beam. Ich glaube, da ist fast nichts drin. 0,1, stellt er sich scharf. Mal schauen. Ne, stellt sich nicht scharf. Ich guck mal kurz. 5 Zentiliter. Zwei kleine Schlückchen nach dem Essen. Gut, ja, und halt der Rucksack, ne? Außen. Das ist meine komplette Ausrüstung für die Tour. Gleich bis morgen Mittag. Also heute mal auf ganz, ganz minimalistisch unterwegs. Und je nachdem, was ich so trinke und verzehre, werde ich auch stündlich leichter, dann denke ich mal. So, der Rucksack hat ein Eigengewicht von 1,1 Kilo. Jetzt haben wir gerade gesagt, genau, kann man so zusammenrechnen, 7 Kilo Verpflegung. Das heißt, ich schmeiße jetzt gleich einfach alles mal rein, ab auf die Waage. Und dann können wir mal runter aufs Basisgewicht gehen, wie viel das dann eigentlich ist. Okay, bis gleich, Freunde. Oh, die Leute. So, ich bin jetzt so ungefähr die ersten 200 Meter in den Wald angekommen auf meiner Tour. 12 Kilometer insgesamt. Ungefähr 6 Kilometer, so wieder, wie immer, so ungefähr eine Stelle raussucht, die Hälfte mit einem Bachlauf. Da ist ein etwas größeres Gewässer, da fehlen aber zwei kleine Wanderwege dran vorbei, das gucke ich mir dann später vor Ort an. Und immer wieder mal, wenn es was Schönes gibt, so wie hier, eigentlich der ganz nette Wald hinter mir, werde ich euch immer mal zeigen. Ach ja, nochmal zum Rucksack, habe ich dann alles eingepackt und alles komplett inklusive Rucksack, Basisgewicht, Verpflegung, alles, waren jetzt fast genau 16 Kilo. Ist aber eigentlich immer so. Also vielleicht jetzt zur Tarp und Jacke, wenn es ein bisschen kälter oder nasser geworden wäre. Ab und zu ein klein bisschen weniger. Aber ich komme immer so zwischen 15 und 17 Kilo bei dem. Und wenn ihr euch fragt, oh, warum hat der mal so einen komischen Trefferrucksack hier auf? Kein Bauchgurt, kein Brustgurt, nichts. Der sitzt einfach per se auch in der letzten Schlaufe einfach ziemlich stramm. Und seit ich die fetten Gurte von einem richtig guten Trekkingrucksack drauf gemacht habe, der mir aber zu groß und zu schluffig war, ist das richtig angenehmes Wandern. Damit kann man echt nicht meckern. Und guckt jetzt auch nichts raus, dass das irgendwie nach Schlafen oder so aussieht. Bin ich sehr zufrieden mit. Immer noch, ja. Okay. Ja, dann wollen wir mal ein paar Meter laufen und gucken, was uns erwartet ist. Letztes Video ist erst knapp 2 Minuten her, aber direkt hier sowas Cooles entdeckt. Das will ich euch nicht vorenthalten. Klassisches kleines Shelter. Na gut, einfach nur stark an den Baum gelehnt. Das sind dann die Kinderarbeiten, die dann auch nicht benutzt werden. Aber hier, diese Ausschneidung. Baumgesichter, das sieht ziemlich cool aus. Boah, geht direkt abenteuerlich weiter hier mit so einer krassen Steilpiste. Komisch, das können einfach Linsen von Kameras nicht auffangen. Das sieht fast gerade aus, aber das ist ein richtig steiles Gefälle gerade. So, dann. Noch ein bisschen die Gegend zeigen. So, jetzt mache ich mal kurz aus, damit ich mich nicht auf die Fresse lege. Jetzt filme ich mal da hoch. Vielleicht könnt ihr dann mal umgekehrt sehen, wie steil das ist. Also da müsste man wirklich mit Händen und Füßen sich hochrobben mit Gewicht. Das wird man hoch gar nicht schaffen. Das war jetzt auch ein ziemlich krasser Abstieg. Da musste ich wirklich konzentriert Fuß für Fuß voneinander setzen. So, und jetzt hier Crossroads. Die Mütter aller Kreuzungen. Links, rechts, geradeaus, Teil links, hoch und dann nochmal links oder rechts. Wir müssen jetzt allerdings Star Wars Flight Simulator. Wir müssen jetzt den Weg hier gehen. Komplett Schotter, nicht so angenehm, aber das ändert sich ja bestimmt dann dort.
Okay. Oh, ich habe mich vertan. Wir müssen doch da hoch auf den Kamm und links. Gut, machen wir das. Oh, schade, die sieht sogar asphaltiert aus. Oh. Windrad ist zu hell am Himmel, ne? Kann man nicht so gut sehen. Gut, egal. Gut, dann gehen wir halt mal ein Stück asphaltieren und hoffen, dass das schnell wieder aufhört. Aber schön ist der Wald bis jetzt, kann man nichts sagen. Freunde, dieser Flash, wenn man was wiedererkennt, wo man schon mal war. Einfach, jetzt kam ich aus der anderen Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, da habe ich damals nur ganz kurz drauf gehalten, weil da Leute waren und bin dann weitergegangen. Das war meine allererste Solo-Bushcraft-Tour, die Stelle. Da bin ich da geradeaus weiter, das soll ich jetzt auch machen. Aber den Weg kenne ich ja und ich habe gesehen, man kann auch ein bisschen anders laufen, um auf den Weg zu kommen, wie es dann anders auch weitergeht. Für die Tour hier, aber krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so überkreuzt, weil ich bin jetzt 40 Minuten mit dem Bus gefahren. So lange musste ich übrigens auch noch nie fahren innerhalb von Wuppertal. Und für meine erste Solo-Bushcraft-Tour waren es irgendwie nur so 6-7 Minuten mit der Schwebebahn vom Start. Ja gut, da bin ich auch 1000 Stunden gelaufen, bis ich hier erstmal war. Aber das ist jetzt ein Flash, dass ich das überkreuze. Boah, geil. Da ist so eine schöne Bank. Ich habe heute auch schon gefrühstückt. Aber das schreit jetzt danach mal kurz Brötchen, Bierchen Mittag zu machen. Ach, guck mal, wieder so ein schönes kleines Kindershelter. Schade, dass die das nie vernünftig machen zum wirklich Übernachten. Dann könnte man das dann einfach mal von dem benutzen. Gut, möchte ich mir mal selber bauen. Aber ich finde es cool, dass das Kids immer noch machen. Ja gut, fancy. Machen wir jetzt hier mal Mittagspause. Gucken dann mal, wie es weitergeht. Oh, ist immer noch schön kalt. Kann man nicht meckern. Okay. So, dann zum Wohl. Da muss ich jetzt echt gleich mal die Karte studieren, dass ich nicht so viel sehe, wo ich schon war. Aber das wird mich dann woanders beiführen. Ich bin ja echt... Von hier war das nämlich nicht allzu weit eigentlich, da war bestimmt schon 2/3 oder mehr geschafft. Also wie gesagt, wer mein Video gesehen hat von meiner allerersten Bushcraft-Tour, da habe ich ja abends so eine wunderschöne Stelle an der Wupper gefunden mit Kieselsteinen, wo man ein schönes großes Feuer machen konnte und dementsprechend direkt alles daneben löschen. Boah, das war so eine schöne, geile Stelle einfach zum Übernachten, den Abend zu zelebrieren. Aber von da der Rückweg ist krass. Dann sind es statt irgendwie nur noch 3 bis 6 Kilometer, je nachdem welchen Bogen man noch mitnimmt von der Tour, sind es dann einfach 10 Kilometer. Und da ich morgen arbeiten muss, wäre mir das echt zu heavy. Aber gut. Ja, vielleicht hier, Freunde, wenn ihr mal zuguckt, können wir vielleicht dann nochmal zusammen die Stelle machen. Scheint ja anscheinend. Deutschkenntnis komplett fail. Ja, können wir zusammen eine von diesen Touren laufen und vielleicht dann unten an dem Wupperufer dann auch mal ein Feuerchen machen, das zelebrieren. Okay. Brötchen, Bauerriegel. Guten Hunger. Mahlzeit. Ich konnte die Strecke von letztem Mal echt umgehen. Hat jetzt
einiges länger gedauert, aber ich habe Neues gesehen. Jetzt bin ich, glaube ich, so auf dem höchsten, fast höchsten. Da ist so ein bisschen hoch und dann ist, glaube ich, vorbei. Ist eigentlich der höchste Kamm, den man hier so erreichen kann. So, wir haben jetzt nach 6. Sonne steht aber echt noch wahnsinnig hoch. Aber wir haben jetzt auch schon Sommer. Gerade erst kurzer Sommersonnenwende. Heißt, die geht erst um 10 Uhr unter. Ich habe noch bis 11 Uhr hell. Alles ganz, ganz gediegen. Ich muss ja nicht meinen Tarp aufspannen. Das wird heute richtig entspannt. Sofern die Lagerstelle ganz cool ist. Jo. So sieht's gerade aus. Komm, 360. So, hier ist das gerade ein Typ. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? ich guck mal in Worldkamera, sieht man das? Ich denke, ne? Ich habe hier heute mein Star Wars T-Shirt an. Hatte der Typ einfach auch ein Star Wars T-Shirt an. Meint der Typ, geiles Shirt schon von hinten. Ich so, hä, wieso? Guck, hat der einfach auch ein Star Wars Shirt an. Mitten im Wald. Ja, hier die Hütte. Ich kam jetzt irgendwie halb auf einen Weg, den ich schon kannte. Weiß nicht mehr, ob ich von da kam oder ich glaube auch teils von da. Auf jeden Fall auf meiner allerersten Tour bin ich dann hier durch. Dann kam dieser Weg, der so steil ging, wo ich meinte, boah, was für Höhenmeter, voll gefährlich. Dieser Mountainbike-Weg. Und dann war da unten dieses Lager an der Wupper mit den Steinen, wo ich vorher gemacht habe. War ja mega schön. So, aber wie gesagt, das wäre was für ein anderes Mal. Heute führt uns der Weg da lang. Und hoffen einfach, dass auf der Karte dieser eingezeichnete Bach weit genug von den Wegen weg und schön genug ist. So, hier jetzt noch eine kleine Pause eingerichtet. Nochmal, ja, 13,5%, was wird das dann sein? Das ist dann so ungefähr 0,55, knapp 0,6 Bier. Auf jeden Fall dann knapp 600 Gramm leichter wieder. Ja, kleines Päuschen und dann weiter. Es sind jetzt auch nicht mehr viele Kilometer bis zu der Stelle, die ich mir rausgesucht habe. Guck mal, Freunde, wie dunkel das da unten ist. Oh, das Handy macht es echt immer heller, als es eigentlich ist. Ist fast doppelt so dunkel. Und jetzt diesen epischen Weg, wo ich hochgehe, als wird Gott aus Monty Python seine Hand aus dem Himmel strecken und den Wald erleuchten. Oh, das ist ein richtig schöner Weg. Freue ich mich. Sind jetzt auch laut Karte nicht mehr weit weg von der Lagerstelle mit dem Bach. Ach, und coole Nachricht. Ein Kumpel wohnt hier in der Gegend, mit dem habe ich gerade geschrieben. Oh ne, Bierchen trinken, Kneipe, das klappt heute nicht. Ich bin Bushcraften. Mal der kommt. Ne? Schickt mir gleich Koordinaten. Und dann kommt er mich gleich noch mal ein bisschen besuchen, vermutlich. Mal schauen, ob es wirklich so ist. Aber oh, was ist das? Schaut mal, Feder. Hier hat doch ein Kampf stattgefunden, dass doch unmöglich so viel Federn einfach nur verloren. Da wurde doch irgendein Vogel gerissen. Ja gut, nehmen wir uns eine mit und schon uns hier am Hut. Muss ja noch für irgendwas gut sein. Leute, solange ich mittwochs frei habe, egal ob Donnerstag arbeiten oder nicht, ist ja nie so früh, werde ich jetzt wohl immer Mittwoch auf Donnerstag craften gehen. Mir kam nämlich stundenlang keine entgegen. Am ganzen Tag waren es, glaube ich, 3 Stück. Vor einer Stunde kurz der Star Wars Typ, das war's. Hier hat man echt komplett seine Ruhe. Und ich glaube, die Zeit abends, wenn man gleich ein Lager aufbaut, muss man nicht mehr auf Fußgänger und Hunde und so einen Scheiß achten. Oh, man ist viel mehr bei sich. Kann die Natur genießen. Oh, epische Sonneneinstrahlung da unten, so richtig tiefer Busch. Oh. Nee, das ist viel schöner so. Werde ich jetzt wohl öfter machen, entweder 2 Touren oder ein bisschen abwechselnd, aber in der Woche ist wirklich wesentlich ruhiger, muss ich sagen. So Leute, jetzt haben wir irgendwie ein kleines Problem. Ich bin jetzt schon knapp an der Stelle vorbei, wo diese Bachgabelung ist, wo ich ein Lager aufschlagen wollte. Und laut der Karte soll das da schon der Bach sein. Da ist aber nur Laub, das ist komplett ausgetrocknet. Geht zwar in einen schönen, dunklen, tiefen Wald rein. Aber es ist erstmal voll der Abstieg, keine Wege und überhaupt kein Wasser. Also da habe ich jetzt schon mit gerechnet. Waschen, Zähne putzen, abspülen, dass ich dafür nicht mein eigenes Wasser verschwende. Und ist ja auch immer schöner. Aber
Ja, krass. Puh, gut. Lutsch vielleicht da runter, gucke, ob ich trotzdem Wasser finde. Gehört zum Bushcraft mit dazu. Improvisieren, aber besser, als wäre das jetzt so Menschen überfällt. Es gibt schlimmere Situationen. Ich habe noch einiges vom Wasser übrig. Kriegen wir schon hin. So. So eine Sauerei. Man findet überall im Wald Müll. Das ist unfassbar, wenn man hier einen Autoreifen mitten ins Nirgendwo hin karren kann, um den hier runterzuschmeißen. Das ist voll der Akt gewesen. Naja, egal, kann man nichts machen. Noch ein Autoreifen. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall eigentlich durch den Bach. Also laut Karte ist das hier ein Bach. Komplett ausgetrocknet. Wie gesagt, zwei Indikatoren. Bach, man kann sich waschen, Wasser sparen, hat Steine fürs Lagerfeuer und so weiter. Riesenvorteil. Ich wollte mich jetzt hier ein bisschen runterschlagen, weil es gibt wohl noch mal einen Querbach laut Karte, dass ich den vielleicht finde. So ein bisschen an Wasser kommen. So dass der Waldteil hier dunkel ist, ist ja erstmal nicht schlimm. Ich habe hier mal eine Rotlichtlampe und ein kleines Feuer machen. Also genau hier ist das für die Scheiße, hier ist einfach nur Laub und kein bisschen gerade Fläche. Das ist jetzt einfach nur mal ein bisschen Abenteuer runterlaufen und wenn das ganz scheiße ist, dann gehe ich wieder zurück und ein bisschen hoch Richtung Lichtung irgendwo. Und mache halt ohne Bach das Lager. Ja, gucken wir mal, ob wir nach Erfolg haben. So Leute, ich bin jetzt durch ganz unebenes Gelände, dem Bach so lange gefolgt, bis ich hier wieder auf so einen Wanderweg gekommen bin. Aber Glück gehabt, im Querbach, in dem breiteren, da unten ist Wasser drin. So, die Frage ist nur, also hier ist kein einziges Schild Naturschutzgebiet, egal welche Seite. Das sehe ich sonst immer. Also von daher können wir uns jetzt sehr, sehr sicher sein, dass hier kein Naturschutzgebiet ist. Habe ich, soweit ich das gegoogelt habe, auch nochmal gesehen. Ja, das heißt, schon mal mit dem Schlafsack hier irgendwo hinhauen ist schon mal nicht verboten, das ist geil. Ich denke jetzt einfach mal darunter zum Bach. Boah, ich bin komplett geschwitzt. Einfach mal so ein bisschen waschen. Und dann so ein bisschen da am Ufer langlaufen. Dass man dann später nicht so vom Wanderweg sieht und sich dann Lager macht. Okay. Okay, ich finde noch keinen Lagerplatz, weil einfach parallel zwei Wege da und am Wasser entlang führen. Könnte morgen zur Touri-Hölle werden, weiß man nicht. Aber ich habe die deutsche Waldjugend gefunden. Sag an, auch eigentlich ein ganz schöner Platz zum Chillen. Vielleicht setze ich mich hier einfach mal kurz hin und sinniere mal darüber, wie und wo ich jetzt hier schlafe. Also ich wäre ganz schnell zurück da am Bus, aber will man nicht. Ich habe nur einmal auf der Hochtaldur abgebrochen. Da war es aber auch noch ein bisschen früher, dass ich nach Beinburg oder so konnte. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall einen Schlafplatz finden. Und ich muss auch ein kleines Hobofeuer machen, um mein Essen warm zu machen. Hier in der Schlucht ist relativ schnell dunkel. Muss ich mich gleich mal ein bisschen beeilen. Gut, schauen wir mal. Wird schon. Ach, guck mal, Leute. Ja, schau mal an, ich habe eine Feuerschale gefunden. Kann ich theoretisch ganz sicher den Hobo reinstellen. Oh, da kreucht und fleucht's aber. Aber theoretisch könnte ich hier ganz sicher einfach auf dem Platz Hobo aufstellen, Essen machen. Und dann einfach mal später nach dem Lager schauen. Holz finden ist jetzt hier nicht das Problem. Da kann man mal kurz ein Stück im Wald gehen. Mache ich vielleicht gleich. Abwarten, Tee trinken. So Leute, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Feuerschale zu nutzen, um mein Hobo da drauf zu stellen. Auf so einem öffentlichen Platz ist es dann ja quasi endlich mal egal, wenn die deutsche Waldjugend hier so eine Feuerschale hat. Auf so einem großen öffentlichen Platz kann man das ja wohl machen, durch den Hobo nochmal safe. Mit Schlafplatz gucken wir. Erstmal mache ich mir jetzt im Hell noch ein Essen warm und zwar die Rollladen. Die gucken wir jetzt mal an, was da los ist. Also was in die Richtung habe ich mir schon gedacht. Oh, da Sugar. So, sieht doch sehr schön aus. Hier runde schöne Salzkartoffeln mit Thymian oder so. Mal schauen. Und hier drin, oh schade, ich dachte, das wäre zwei. Ein so eine kleine Roulade und Soße. Das kippe ich mir jetzt mal alles in die Schüssel. Ich habe jetzt auch nicht viel. Ich kann noch mal sehen.
Hier ist erstmal mein Baumstamm. Den nutze ich gleich zum Essen und zum Abstellen als Tisch. Ein bisschen Kram, der hier rumliegt. Da so ein kleines bisschen Holz geholt. Das dürfte dann gerade reichen, um mein Essen heiß zu machen. Kurz spülen, einpacken. Und dann schauen wir mal, ob ich hier bleibe und ein größeres Lagerfeuer in der Schale mache oder woanders einen Schlafplatz suche. Und spontan, aber die Stelle hier ist erstmal zum Campieren und Kochen ist die erstmal sehr geil. Da kann man nicht meckern. Ja, Glück im Unglück. Aber das ist. Ach, jetzt mal kurz wieder die Weltkamera ausmachen. Das ist alles so trocken, das brennt. Ich habe nur ein Taschentuch da reingesteckt, angezündet und ich glaube, der Rest geht echt von allein. So, kann ich mir gleich schön mein Essen drauf machen. So sieht das aus. Mixe ich mir da ein bisschen durch. Mal schauen, da gebe ich 400 Gramm. Mal gucken, ob ich davon satt werde. Aber ich habe ja noch gar kein Powerriegel gegessen. Kann ich mir davon noch locker zwei und eine Packung Nüsschen. Und dann habe ich morgen noch ein Brötchen und ein Powerriegel. Sollte auf jeden Fall reichen für heute. Gut. Zum Wohl. Oh, Freunde, sieht das nicht herrlich aus? Rollladen, Kartoffeln, Soße. Gerade vor 10, 20 Sekunden knapp draufgestellt und alles schon am Köcheln. Muss ich jetzt mal umrühren. Aber ich glaube, da kann ich echt schnell denieren. Ich sag schon mal einen guten. So, Leute. Also jetzt bleibe ich auf jeden Fall hier. Guck mal das, was ich da schon an Scheiten gefunden habe. Hier diese Stelle. Wie gesagt, schon mal diese freie Fläche. Das ist ja ganz... Sonst wäre die Feuerschale nicht schon direkt an einem Haus der deutschen Waldjugend. Doch legaler kann ich wirklich mal draußen nicht Feuer machen. Ah ja, und diese kleinen Scheite haben wir ungefähr noch so das 10.000-fache, 10 Meter weiter hier in diesem Verschlag. Was so gut sehen können wir hier, ist so einfach dick, dünn, flach, dreieckig, alles. Da kann ich... Ohne zu schlafen, würde ich nicht mal ein Zehntel davon verbrannt kriegen. Ja. Wahnsinn, jetzt kommt doch kein Mensch mehr vorbei. Wir haben mitten in der Woche. Ich glaube, ich baue mir einfach so zwischen Tisch und Bank mit so ein paar Balken einfach so einen Sichtschutz. Und dann, ja, hier Lager. Und dann haue ich mich da mit der Matratze hin. Da kommen zwar ab und zu mal jetzt noch Spaziergänger oder Fahrradfahrer vorbei. Aber wenn die das nicht wissen, dann achte ich auch nicht genau darauf, ob da einer liegt. Und dann habe ich morgen direkt ein schönes Lager, soll super geiles Wetter werden. Bam, Essbettkocher raus, Kaffee machen. Brauche ich dann ja nicht mal Feuer hochziehen. Boah, super geil entspannt. Also ist jetzt mal nicht tief im Wald, klassisch Bushcraft. Aber schon... Landjugend-Craft-Lager. Das ist mal was anderes. Wie gesagt, ich muss eh arbeiten. Ich habe da eh nicht so die Zeit, mich da mega im Busch zu schlagen, morgen dann 1000 Sachen zusammenzupacken. Von daher und auch endlich mal legal Feuer machen auf so einer Tour. Hat schon was. So, in ungefähr 10 Minuten kommt der Kumpel, von dem ich euch erzählt habe. Der zieht das jetzt durch. Voll nett, der bringt mir jetzt nur so ein, zwei Bier mit. Dann werden wir wohl die Nacht noch ein bisschen Feuer machen. Der wird dann wieder nach Hause fahren. Und ich hau mich dann da hin zum Schlafen. Gut, bis später. Hey Leute, der Kumpel, von dem ich berichtet habe, hat mich jetzt wirklich noch besucht. Hat mir noch so einen guten Whisky vorbeigebracht, mal zum Testen. Lafroig, ich hoffe, dass dann Daniel demnächst auch von denen gesponsert wird. Oh, jetzt hast du mein, jetzt wissen die Leute, das hast du mal, wie ich... Ja, ein bisschen Product Placement hier. Wie ihr seht, sind wir auch professionell unterwegs. Total ausgeleuchtet, trotz dunkler Nacht. Ja. Vor uns ist ein Lagerfeuer. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Also sehr spontane Aktion und trotzdem ein unglaublich gutes Camp hier gefunden. Sehr gute Location.
mit Feuerschale. Zufall, wie ihr das halt vorher mitkriegt habt. Aber ich freue mich über Gesellschaft und den Besuch. Das war echt schön. Cheerio, guck mal hier, mit kleinen Flachmann kann ich auch jedem empfehlen. Ja. Immer gut für die Westentasche, wenn man irgendwie und auf den Bar gehen will. Etze hat so einen Baustrahler mitgenommen, so einen kleinen. Deswegen sind wir jetzt so ultra professionell gerade ausgeleuchtet, statt einfach nur so schemenhaft. Das ist schon recht fancy. Ja, wir legen hier immer weiter Holz nach aus dem Lager, was ich euch gezeigt habe, und haben hier einen ganz fancy Abend, oder? Ja, und wie ihr merkt, es ist ja auch super gutes Wetter gerade. Wir sind gerade im Juni. Ich glaube, wir haben heute ein 24. 11, 12 Uhr T-Shirt immer noch so. Wunderbar, Hitzewelle. Also wenn ihr auch mal ein bisschen Corona abseits und Ferien in Deutschland machen wollt oder Ferien um die Ecke. Wir haben auch gerade eben beide festgestellt, so Hitchhiking, kleiner Trip, egal ob es in der Stadt ist oder in so eine wunderbare Umgebung wie hier das Buchholz in Wuppertal-Kronenberg. Das ist wie ein kleiner Urlaub, oder? Ja, überhaupt. Meine Bushcraft-Touren finde ich immer sehr erholsam, für einfach zwei Tage rumlaufen, eine Nacht. Und wir sind mitten in der Woche, ne? Wir sind, ja, aber deswegen sind auch weniger Touristen unterwegs. Habe ich heute schon gemerkt, mir sind nur drei Leute entgegengekommen oder so. Und deswegen hoffe ich drauf, wenn ich hier morgen wach werde, direkt neben dem Wanderweg, dass mir da keiner um den Sack geht und auch keiner unterwegs ist. Aber ich glaube, ganz gute Karten. Aber das erste Mal offizielle Feuerstelle, ne? Ja, stimmt. Feuerschale. Hier deutsche... Deutsche Waldjugend haben das hier sowieso präpariert. Also mit Feuer ist jetzt ziemlich legal. Die haben da vorhin auch den Schlag. Was will man da machen? Deswegen alles. Wir haben rein zufällig ein paar Scheite gefunden. Ach, das war nicht proklamiert. Hier, Experte, der wohnt hier um die Ecke. Ich habe mal gefragt, Naturschutzgebiet, weil ich habe nirgendwo diese Schilder gesehen, weil da darf man eigentlich nicht mal mit Schlafsack schlafen. Ja, ich weiß, habe ich trotzdem ab und zu gemacht, weil da mal die schönen Stellen sind. Aber hier ist kein Naturschutzgebiet. Was hast du gesagt? Landschaftsschutzgebiet. Landschaftsschutz, aber das zählt nicht. Da darf man schlafen. Feuerschale. Also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so legal Bushcraften. Alles mal mit super gutem Gewissen. Und teilweise auch gut angebunden. Ich bin nur 20 Minuten Fußweg von meinem Auto weg hierher gelatscht. Zurück wird es wahrscheinlich etwas länger dauern. ich habe natürlich nicht zu viel getrunken, ne? Wegen Autofahren. Ja, zwei kleine Bier waren das jetzt. Richtig. Aber absolut empfehlenswert. Und auch in eurer Umgebung werdet ihr schöne Ecken finden. Also man muss ja sagen, wir sind ja immer noch in der Heimatstadt vom Daniel unterwegs, in der Heimatstadt von mir in Wuppertal. Egal, wo ihr hinfahrt. Wohnstadt, meine Heimatstadt ist Fellbad Neviges. Ja, egal. Heißt das Wohnstadt? Ich habe noch nie nachgegoogelt. Da, wo man dann im Moment wohnt, ist das die Wohnstadt? Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Heimatstadt ist, glaube ich, wo man geboren wurde. Ja, egal. Bin ich ganz sicher. Ich sage auch da. Wortklauberei. Ja, aber ihr habt halt schon euren kleinen Urlaub und die kleine Erholung und vor allen Dingen auch so ein bisschen Wochenendfeeling auch in der Nähe. Ja, also ich bin jetzt auch, ich muss morgen auch wieder arbeiten. Ja, ich auch. Er auch. Aber ich nur eine Stunde und zwar nur 15 bis 16 und dann bin ich schon wieder durch. Ich muss 9 Stunden arbeiten. Danach schneide ich das Video für euch. Aber es ist in der Nähe. Es ist einfach nur in der Nähe und ihr habt einfach die Möglichkeit, aus eurem Alltag rauszukommen und ihr habt die Möglichkeit, euch auch, wie wir es jetzt gemacht haben, mit Freunden zu treffen. Das sind ja auch nur zwei Haushalte, laut Corona-mäßig. Habt ihr jetzt 10 fremde Leute wieder? 10 fremde Leute und ich glaube, auf Hochzeiten irgendwie 50. Naja. Oder auch generell auf Veranstaltungen. Ich glaube, was er sagen wollte, war einfach nur, nutzt einfach die Möglichkeiten, die ihr vor der Tür habt. Guckt mal. Und also bei mir war es Corona der Auslöser, dass ich mit Bushcraft angefangen habe. Ich war schon mein Leben lang auf Lager. Leben und mit Wald und Spazieren und mit Schlafsack und Lagerfeuer. Sieht man den an. Aber erst seit Corona habe ich mich mit Bushcraft auseinandergesetzt, halt cooles Trekking-Gedöns, alles in einem Rucksack und damit alles ablaufen und sich angucken und Lager machen. Ja, könnt ihr genauso einfach mal vor die Tür gehen und wenn ihr nicht im allertiefsten Berliner Assi-Ghetto wohnt, dann habt ihr auch ähnliche Sachen vor der Tür, da muss man nicht bald im Ausland fliegen. Und wenn ihr tatsächlich auch schon coole Sachen kennengelernt habt, egal wo ihr seid, könnt ihr ja hier das unter die Kommentare schreiben. Dann lernen auch die anderen vielleicht irgendwelche coolen Tracks kennen oder auch vielleicht wir. Vielleicht können wir auch dann, oder gerade der Daniel demnächst davon berichten. Ja gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir den Abend mal ausprobieren. Howdy, cheerio, schönen Abend. Ich habe noch eine Idee. Wir wollten gerade sagen, wir schließen noch mit unserem wunderbaren Feuer ab. Schaut euch das mal an. Das haben wir bis jetzt, Leute. Haben wir das Feuer, schaut mal, wunderschön und wir haben so viele Scheiße, dass ich einfach die Nacht durchmachen könnte und hätte nicht mal ein Zehntausendstel verbraucht von dem, was da hinten in dem Verschlag ist. Angenehm. Alternativ könnt ihr auch ein paar Partys machen, aber bitte, bitte, bitte denkt dran. Wir haben deutschlandweit seit 2-3 Jahren eine riesen Trockenheit.
Dass ihr so mit ein bisschen Gehirn... Waldbrandstufe gefahren wird schon wieder 2 oder 3. Aber deswegen habe ich ja nur diesen Platz gewählt, richtig, weil der ist riesen offen. Ich habe eine Feuerschale gefunden. Richtig, hier passiert nichts. Ich habe dort 1 Liter Wasser dabei. Daran, dass ihr halt mit ein bisschen Hirn da dran geht. Genau. Dann kann euch nichts passieren. Dann kriegt ihr keine, in der Regel keine fetten Strafen. Und wenn euch nicht dumm anstellt, dann erwischt euch auch keiner. Und wenn ihr raucht, dann nehmt einen kleinen Taschenaschenbecher oder ein Pestoglas oder sowas und speist die Kippe nicht im Wald. So, das macht schon viel aus. Ich weiß, eigentlich ist von März bis Oktober Rauchen verboten, aber kannst du keinem Raucher sagen, der ist schon 6 Kilometer in den Wald gelaufen, will sich eine rauchen und muss, kann er nicht 6 Kilometer zurücklaufen, um 6 Kilometer wieder in den anderen Bereich zurückzulaufen, da wird man den ganzen Tag wahnsinnig. Deswegen einfach beim Laufen die Kippe in irgendwas reinschmeißen, was ihr habt. Richtig. So, okay, ein bisschen Appell muss man auch mal machen. Und jetzt nochmal irgendwas mit positiven Vibrations. Kann man wahrscheinlich in irgendeinem Shop kaufen, irgendwas mit positiven Vibrations. Ja, positivevibrations.de. Okay, schönen Abend, Leute. So, damit mich morgen keiner sieht, von den Vorbeigeh-Touri, Fahrradfahrer, Hunde, Spazierführer, whatever, habe ich mir jetzt so ein bisschen shelter-mäßig so einen Sichtschutz gebaut. Von unten geht nichts. Da eine Bank. So auf die damalige Tischhöhe hier. Und hier jetzt auch doppelt so hoch, wie ich ungefähr bin, mit Liegen. Und aus dem Winkel kann mich da keiner liegen sehen. Denkt ihr sich auch, ja, wenn man da überhaupt drüber nachdenkt, aber höchstens ja die Jungs hier, deutsche Waldjugend, hat irgendwas gebastelt. Gehen dann vorbei, ist halt echt Donnerstag morgen in der Woche und dann sieht mich da auch keiner beim Pennen. Oh, ich fühle mich hier wohl. Jetzt mal das fette Feuer hier, immer noch genug Scheiße zum Nachlegen. Dann die Sichtschutzplanken, wo ich gleich Schlafsack und Isomatte aufbaue, Sichtschutz. Schon so ein kleines, cooles Bushcraft-Lager. Gefällt mir. Morgen, Leute. Ja, hier ist voll die Waldarbeiter-Action. Das ist mein Captain. Ich glaube, direkt eine Minute, nachdem ich wach geworden bin. Erstmal. Habt ihr den grünen Bulli gesehen? Hat der direkt neben mir geparkt. Ich so, was? Förster, der keine Ahnung. Guten Morgen, waren das die Waldarbeiter, die einfach direkt neben mir was zu tun haben. Dann, da ist noch so ein weißer Wagen. Dann haben die aus dem Grün sich quasi genau neben mich auf die Bank gesetzt. Da bin ich jetzt echt froh, dass ich den Sichtschutz gemacht habe. Ach, coole Typen, ein älterer. Ich denke, so ein junger Geselle und ein Azubi. Hab bis mit dem gequatscht. Meinte, ja, cooler Job, immer draußen und so. Aber ich musste halt echt übelst auf Klo und die konnten das dann quasi einsehen. Und ich musste hier an meiner Barrikade bleiben, bis die auf den Weißen gewartet hatten. Noch ein Kollege, der dazu gestoßen ist oder so. Ja. Jetzt sind die quasi gefühlt 30 Meter darüber gegangen und schön laut am Berg. Also so gechillt den Morgen verbringen ist was anderes. Gut, aber bin ja auch nicht tief in den Wald gegangen zum Schlafen muss. Damit rechnet das genau in dem einen. Wenn noch nicht Fußgänger sind, vielleicht auch mal die Waldarbeiter packen. Erst um 4 ins Bett, habe aber super durchgeschlafen und echt noch einen schönen Abend gehabt. Gut, ich werde jetzt hier gleich mal zusammenpacken und mal losmarschieren, damit ich noch ein bisschen Puffer vor der Arbeit habe. Okay, tschüss. So, ich bin jetzt schon am Abbauen, aber dann seht ihr noch mal so das Lager. Okay, ich muss sagen, seit ich das aufblasbare Kissen habe, da das graue kleine zusammengefaltete, schlafe ich wirklich echt besser. So, da mein kleiner Sichtschutz. Hier nochmal vernünftig die Waldarbeiterautos. Und wirklich nur Asche übrig geblieben vom Lagerfeuer gestern. Ich glaube, ich räume jetzt zusammen, trinke jetzt hier vielleicht nochmal einen Kaffee und unterwegs dann in Ruhe lieber frühstücken. Mhm. So, die Waldarbeiter sind wieder weg. Jetzt trinke ich mal so einen chilligen Kaffee hier noch.
Zähne putzen, mache mich dann auf den Weg. In 3 Stunden muss ich auch arbeiten. Aber ich habe noch mit dem Alten von den Waldarbeitern geredet, richtig lang, ich glaube 20, 30 Minuten oder so. Der fand das ziemlich cool, muss ich das mal. Der meinte, ab und zu nimmt der Jäger das hier als Zwischenstation, bevor der im Wald jagen geht. Der weiß nicht, wie der so drauf ist, aber meinte, ach, selbst wenn, hätte der nichts machen können, weil das gehört ja alles uns. Das ist ja von der Stadt hier, Waldjugend. Das Haus, das haben die Waldarbeiter besetzt, da ist ein Aufenthaltsraum wohl drin mit Toilette, Küche, Couch und da in der riesen Scheune gegenüber noch so ein Schlepper. Ja, aber wie gesagt, solange die cool drauf waren, konnte ich das hier machen. Der hat auch nichts wegen Feuer gemacht, gesagt. Die waren echt cool drauf, kann man nicht meckern. So, mal schauen, ob ich hier noch frühstücke und dann nochmal kurz nach Hause oder jetzt direkt aus dem Wald zur Arbeit. Das entscheide ich gleich spontan. Und ich glaube, es sind nur noch so, ich habe keinen Bock, die lange Runde zu gehen. Die Wanderroute ist ja so eine 8. Und das letzte 8 Oberstück, das grenzt viel an Stadt, da habe ich jetzt auch, glaube ich, keinen Bock drauf. Ich glaube, ich nehme den unteren Teil parallel zu dem Weg, wo ich gestern schon lang gekommen bin. Habe es ja noch 40 Minuten wieder in die Stadt runter mit dem Bus. Keine Ahnung, ob es gleich noch was zu zeigen gibt. Also mache ich jetzt einfach schon mal Resümee. Schöne Strecke. Ein paar Sachen gesehen. Von meiner allerersten Tour, da war ich ja schon ein bisschen geflasht. Der Typ mit dem anderen, der auch ein Star Wars T-Shirt anhatte. Einfach nur mega cool. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, und mein erstes großes Lagerfeuer seit Monaten. Also noch nicht auf meine Bushcraft-Touren. Doch, war. Bin blöd. Meine allererste Bushcraft-Tour, da quasi unten am Lager, da hatte ich ja an der Wupper. Schönes Lagerfeuer direkt am Kies. Ja, und seitdem immer nur Hobo, das war jetzt richtig cool. Und war ja echt legal. Feuerschale und das Grundstück von der Stadt. Also ja, nicht direkt den Waldarbeitern, aber die hier beschäftigt sind. Also die hätten hier quasi die Obermacht. Ja, der Schlafplatz war nicht schlecht. Ah gut, wurde mal ein bisschen gestört, so nett die alle waren. Aber wenn man gerade aufwacht und wird dann quasi überfallen, Leuten, die schon im Arbeitsmodus sind und man kann nicht pinkeln gehen. Ja, aber sonst insgesamt alles total cool. Ich bin jetzt auch viel entspannter, als wenn ich jetzt einfach zu Hause hätte da rumgerüttelt und von da zur Arbeit. Das ist echt cool. Also, soll ich mal öfter machen. Okay. Meld mich nur noch, wenn ich unterwegs echt was Krasses sehe. Sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Donnerstag, Leute. Bis zur nächsten Tour.